Kai? Kai? Boah, wo ist denn der Dödel wieder? Was ist das denn? Was hat er denn da wieder gekauft? Finger weg! Sub-Zero. Ja. Fatality. Verdammt, und ich dachte, ich hätte sie so gut getarnt. Was? Ja, ist doch ganz klar. Die Mortal Kombat Collector's Edition. Und die packen wir jetzt mal aus. Aber zuerst muss das Ding hier mal weg. So, wollen wir mal schauen. Die Mortal Kombat Collector's Edition. Ihr seht schon, da sind zwei Figuren drin. Außerdem steht auf der Packung ein Steelbook für das Spiel, ein Artbook und zwei Download-Codes für Retro-Ninja-Kostüme. Warte mal, Download, PS3, wäre ich vorsichtig, aber wir packen es trotzdem mal aus. Das Ding ist eingeschweißt, aber zum Glück habe ich meinen Spielepackungsöffner dabei. So. Und schon haben wir es von der Folie befreit. Mal reinschauen. Da hätten wir das Artbook im Hardcover. Ja, ist ganz nett. Da gibt es Figurenentwürfe. Ein paar Stages gibt es zu sehen. Ganz hübsch. Außerdem haben wir das Mortal Kombat Steelbook. Das kann ich mal aufmachen. Das Steelbook und sein Inhalt. Da hätten wir das Ermac Classic Ninja Kostüm. Dann hätten wir da noch die Anleitung. Wobei, das ist eher ein Witz, weil da ist keine Anleitung, es sind nur Copyright-Hinweise und Warnungen und sowas und wie man sich ins PlayStation Network einloggt. außerdem hätten wir dann noch den Combat Pass, das ist der Online-Code, ohne den könnt ihr nicht online spielen. Und dann haben wir noch ein paar nette Avatare und Themes für eure PS3. Und natürlich das Spiel. Das Steelbook ist leider von innen nicht bedruckt. Also da habt ihr blanken Steel. Trotzdem ganz hübsch. Aber es geht ja noch weiter. Wir haben ja noch mehr in der Packung. Und das fällt mir auch gleich entgegen. Das sind diese hübschen beiden Figuren. Da hätten wir Scorpion und Sub-Zero. Sub-Zero wird gerade ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Schön modelliertes Blut, das hinten zum Rücken rausspritzt. Sehr geschmackvoll. Ja, die Figuren ganz nett. Nicht besonders gut bemalt. Kann man sich hinstellen. Ja, die große Frage ist jetzt, brauche ich als Mortal Kombat Fan dieses Ding wirklich? Sagen wir es mal so. Die Collector's Edition kostet ungefähr 100 Euro und dafür bekomme ich dieses nette Steelbook. Ist wirklich ganz nett. Diese doch ein bisschen billig verarbeiteten Figuren und, naja, eine Artbook. 100 Euro ist mir persönlich ein bisschen viel dafür. Ich würde, ja, 70, 80 Euro bezahlen. Aber 100? Weiß nicht.